So, okay. It's 10 after. Where the fuck is he? One on 4.8, respond. This is the hotel. Maybe we should try again in an hour. An hour? 104.8, are you there? Can you hear us? This is 104.9. Yeah, yeah. All right. Well, hang tight, 104.8, because we're coming for you, buddy. That is if the offer still stands. Of course. I'll call in a helicopter and we'll be evacuated to the nearest aircraft carrier. But first, you have to get here. We have wheels, we have gas, we'll get there. Wheels won't cut it. Well, why not? Where the hell are you? You see the ocean? That island on the horizon? If you had a high-powered telescope, you'd see me waving to you. That's where the prison is. Who the fuck are you? A convict? Speak! My name is Ryder White. I'm a colonel with the BIDF. Banoi Island Defense Force. I came to the prison to get my wife. A doctor, Emily White. Can we speak with her? What's that? Come again? We want to speak to her. I told you, she's badly hurt, beaten by one of the infected. She was trying to help him, heal him. I only know all this because of her. Listen, you try to soften us up by making us feel sorry for your wife and then promise us a way off this goddamn island, all from a fucking prison? Of course we're gonna be suspicious. How do you think I found you at the hotel? I'm a BDIF colonel, not some thug in a cell. So why don't you call your own people? Contact the fleet. Do you hear how bad the reception is? A bloody monsoon's coming. The fleet is 80 miles offshore in the middle of the storm. The satellite's down. We're cut off. Any more questions? He's telling the truth. And how would you know? She's not just a hotel desk clerk, right? Time's running out. You coming or what? I guess we don't have a choice. But first we need to find a goddamn boat. There's no point. This is benign. The prison is surrounded by a minefield. You have to find a guide through to the bunkers inland to Mingindi and find a smuggler called Moen. He knows the way. Bunkers? Japanese bunkers from the war. They're mostly destroyed, so you should have no problem entering. They will lead you inland. All right, White. We're taking you at your word. If this is some kind of con, I will personally take you off at the head. Trust me. It's us against them. We'll be in touch. Yay, okay, dann hätten wir das jetzt schon mal geklärt. Super, wir brauchen also ein Boot. So, okay, warte mal, hinten ist noch genauer. So, okay. So, die schnappen wir auch noch. Touri-Schlingel. Schnell weggelootet, alle Tier. Zack, zack, zack. Lappen. Okay, so, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Okay, zurück zum Rettungsschimmerturm. Rede mit Mike. Suche an das Teddybär. Und überprüfe Bungalow 14. Das können wir eigentlich mal auf der Rücktour alles machen. Das ist ganz geil. Das machen wir. Es liegt alles gut auf dem Weg. So, alles eingesackt. Und du noch einen Lappen für uns? Ja, na klar, natürlich einen Lappen. Wunderbar, was will man ohne Lappen tun? So, nehmen wir hier den Weg. So, ich mach's jetzt mal ein bisschen direkter. Ich lasse jetzt mal den ganzen Loot irgendwie so ein bisschen liegen. Den Schläger lasse ich auch stehen. Sind mir wurscht. Wir wollen den Teddy finden. Das ist ein Scheiß, ein Teddy, ey. Echt. Mann, Leute. So, Mörder. Selbstmörder. Bums, die Bums. Nü. Ah, okay, wir müssen so querfett einlaufen. So, hier oben ist... Hallo! Guten Tag, wo geht's denn hier zum... Strand-Yoga? Hä?
Es ist doch nicht wahr, Alter. Ich werde das hier nicht... Ich pack's einfach nicht. Ich krieg das einfach nicht geschissen. Das darf doch nicht wahr sein, ey. So, ist hier los? Blood everywhere. Blood everywhere. Oh, was ist mit dir, Hector, Alter? Spinnst du ein bisschen? Soaking into everything. Was war denn mit ihm jetzt los? Du musst den scheiß Teddy haben, Alter. Henna. Ich glaube, ich bin. So, muss noch ein Ausweis. So much blood. So, Lucy, dann lass euch mal alleine hier. Könnt ihr alleine eure Party feiern hier. Idioten. Gespenne. So, okay. Haben wir vielleicht noch irgendwo ein Heilmittel oder irgendwas? Das wäre ganz cool. Das würde ich gut finden. Cash. Nö. Gut, dann. Dann machen wir es so. So, okay. Wir schauen. Der nächste Step hier ist Bungalow 14. Und hier haben wir Roma Torres. Ach, das ist der Concierge, ne? Hallo! Beiseite, mein Freund. Wo kam der denn jetzt? Habe ich nicht kommen sehen. So. 19 Meter, Bungalow 14. Hier ist Bungalow 14. Hallo? Machen wir zu. Can't hurt to look. Der Penner, Alter. Der hat überall geklaut. Der hat überall geklaut. Ist ja unglaublich. So. So, Taschenlampe macht gleich wieder schlapp. So, Healthdrink ist ganz gut. Aha, was haben wir denn hier? Versteckte Safe. $2,229, das ist ganz gut. Nämlich. Oh, und wir können einen neuen Fertigkeitspunkt vergeben. Das ist gut. Den setzen wir hier. Zack. Wir sind der totalen Wut immer näher. Okay, gut. Sind wir hier fertig. Dann könnten wir noch bei Oma vorbei. Also bei Omar. Feind töten. Warum? Feind töten? Okay, wir gehen mal kurz dahin, weil ich glaube, da braucht jemand Hilfe. So, hätten wir. Die Frage ist bloß, wer ist da drin? So, schnitze die Schnitz. Hallo, Stanley, grüß dich. So bloody bright. Na, mein Kle- Where the hell am I? Oh yeah, it's coming back to me now. I was chased in here by a mob of bloody maniacs. Großartig. I was able to lock them out, but I had to kill the bloody bartender. The crazy git was trying to bite me. Didn't have nothing to eat, but I had a hell of a lot to drink. But now I'm all out and hungover as hell and need a bit of the hair of the dog that bit me, huh? Think you can find me some more booze? I'll make it worth your while. Let's do it. Good. I'll wait here, if you don't mind. I'm not really up to moving around. Alter, es ist die totale, es ist... Was krieg ich von dir? I'll wait here, if you don't mind. Ich nicht dafür, I'm not Alter. Really up to moving around. So, ich glaube, ich bin... So, die totale Apokalypse und er ballert sich hier zu ohne Ende. Also ein bisschen mehr Vertrauen in dein Leben und Lebenswillen wäre schon schön. Come here for a second. Oma, was läuft bei dir ab? Okay, listen, there's this tall hombre that owes me some money. Mucho dinero. But he came down with whatever this infection is and paid me what he owes me in exactly his first priority. I'm thinking his money's inside his bungalow. But I need the key to get in there. It's not like the poor hijo de puta needs it anymore. Hey, listen, if you get me the key, we'll split the cash. Deal? Let's okay. do this. Good, good. Listen, he's hard to miss, very tall. And I'm pretty sure I saw him at the bar. Get back here as soon as you have the key, all right? Aha, okay. Okay. Scheinbar hat irgendein Schläger den Schlüssel.
Das ist jetzt ja deine geile Hütte, ja? Die ist ja richtig schön eingerichtet hier. Also da mit dem Graffiti-Kack. Wie sieht denn das aus, Junge? So, 114 Meter. Ich düse mal schnell hin. Folge den Blutspuren. Na denn. Okay. Ah, ich glaube, der da vorne. War das der vielleicht? Nein. Der war es nicht. Da freue ich mich aber. Es geht hier runter. Wie schön. Das ist noch so ein Dicker. Das ist ja toll. So, okay, der war jetzt doch nicht so schlimm. Safe-Schlüssel haben wir. Wunderbar. Na, hör mal. Läuft doch. So, okay, hier haben wir ein paar Nahrungsmittelkonserven. Die nehmen wir mit. Kraftloser Revolver. Pentant. Das will ich nicht. So, na dann, zurück zu Oma. So, Oma, da bin ich wieder. Ich hab deinen blöden Schlüssel. Let's keep moving, amigos. Na denn, auf geht's. So, lass mal kicken. Ist das hier der Safe? Lass mal da rein kicken. Und? That's it! Yes! Muchas gracias, amigos! Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel das ist. Alright, here's your cut. Ah, 1399. Okay, gut. Nehme ich. Alles klar. Amigos, I hear there are more survivors at the lifeguard tower. Das ist richtig. Can you help me get there? If you do, I'll give you this weapon. Promise. One shot takes down a mob of those pendejos. Okay, gut, dann bring dich mal dahin. Sure. Gracias. We better go, huh? Okay, los. Dann auf geht's. Mal gucken, ob ich dich da hinkriege. Warte mal, schau mal hier nochmal kurz. Ist hier irgendwas? Cash. Okay, gut. Let's do it. Okay. Na, lauf mal vor. Oma. Okay, hat's echt nicht so eilig. Jungs, ist doch gut jetzt. Lass doch mal sein. Oh, schwere Katana. Stimmt cool aus. Aber ist schwach. Na endlich, setzt er sich mal ein bisschen in Bewegung, der Kumpel. So, lass mich raten. Um den soll ich mich mal kümmern? Ist gar kein Problem, mach ich gerne immer. Wo ist er denn hier hin? Er läuft immer so ein bisschen abseits der Wege, finde ich eigentlich ganz cool. Wenn er das jetzt nicht unbedingt im gemächlichen Spaziergangstempo macht. Ein schön krass eingecremte Beine hat er. Bisschen weniger Sonnenöl wäre auch nicht verkehrt. Oh. Kommen sie, wo kommen sie? Okay, haben wir. So, na dann los, runter. Komm, beweg dich. Los, Oma! Splash. Oh, ich glaube, wir kommen echt gut hier unten an sogar. Schön, 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 schön. Du hast einen guten Weg gewählt, Oma. So. Aber renn doch bitte mal. Renn doch bitte durch. Los. Mann, krieg erstmal hier noch eine Cola saufen, bis du fertig bist. So, dankeschön. Ja, nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Gracias. Hey, I always remember my amigos. Na, da bin ich sehr dankbar für. So, das ist jetzt deine Belohnung, ja? Blöde Scheißding hier. Na. Okay. Gut, dann gehen wir mal kurz hoch zu Cinemoy. With? I see you can. If you're heading for the jungle, then the fastest way is through the tunnel. I've been hearing shit, and I gotta say, the most dangerous animals out there are human. Uh-huh. And I don't mean the dead ones. Shit's been going on there for years, way before this fucking pandemic hit. Two names keep coming up.
Afran and Matutero. Stone cold killers is what I hear. So if that's where you're going, you watch your ass. Okay. You want to get into those old war bunkers, you're going to need something to blow through those armored doors. Let me see what I got. Maybe I could put something together with that Semtex you salvaged from that helicopter crash. Mm-hmm. Wonder why the hell they were flying around with that shit in the first place. Let me get to work putting together a fuse. Come back in a bit, and I'll have something you can actually use. Okay. So, wunderbar. Und hast du's? Here you go. Just don't blow your balls off. And don't forget to bring somebody with who knows their way around. Alter, Mike ist... You can get lost in there. Mike ist so Deluxe, Junge. Rede mit Jean. Okay. Jetzt mal nochmal kurz die gute Machete hier reparieren. Zack. Dann mal kurz mit Jean reden. I heard my mother said she used to play inside them before they were sealed. If we can get one of them open, we can head inland. Klasse, alles klar. Let's do it. Let's do it. I can lead the way. Okay. The next morning. So, weiter geht's. Ich hatte nochmal Glück. Der Friseur um die Ecke hatte noch Zeit. Ich habe nochmal schnell ein bisschen die Birne scheren lassen. Alles klar. So, und wir machen los. Dann auf wie geht's. So, wir fahren los. Wo müssen wir denn hin? Moment, ich muss mal ganz kurz hier nochmal ins Menü. Ganz kurz, kleinen Moment. Ah, okay, gut. Wir müssen zum Dschungeltunnel. Alles klar. Auf geht's. Schade, dass wir schon wieder los müssen hier vom Strand. Das war so schön. Also klar, wir können jetzt halt noch so Sachen wie den Teddy abgeben etc. Ne? Aber das ist, ja, um was, um $500 zu kriegen, so, das ist mir dann auch erstmal Puppe. So, wir wollen ja ein bisschen mit der Story vorwärts kommen. Von daher, auf zum Dschungeltunnel. So, fahren lassen tut sich das Ding mal wieder wie der letzte Mülleimer. Hoppala, Verkehrsstau. 15 Leute schon überfahren. Bin eigentlich stolz drauf, aber was willst du machen? Was willst du machen? So, 360 Meter noch. Mal komplett durchrasiert hier, wunderbar. So, okay. Gut, hier geht's jetzt anscheinend mal durch. So. Hoppala. Entschuldigt bitte. Nein. Wir wollen nicht anfangen zu brennen. Bitte fahr weiter. Ich bin auch noch nie hier in die Tunnel immer ausgestiegen und hab mal geguckt, irgendwie, ob es hier irgendwelche Baupläne oder Pipapo gibt. Sagte er und fuhr weiter. Okay, wir sind da. So, Jin, steig mal aus. Und dann schau. Okay, gut, wir müssen Jean ansprechen. It's all over already? Weiß ich nicht. Someone schön. Must have been hiding in that bunker and attracted their attention. I don't like this, but you do what you need to. So, na toll, beschütze Jean auf dem Weg zum Bunker. Also diese Escort-Mission finde ich tatsächlich immer so ein bisschen anstrengend, weil halt die Leute halt auch laufen wie die letzten Buletten. Ne? Das ist ja jetzt nicht die erste Escort-Mission, die wir haben. Aber es ist immer ein bisschen... Zählt nicht zu meinen Lieblingssachen. Oh, ja. Shit. Oh shit. Do something. Kill him. Ja, I do. I will. Wo sind sie denn? Devil. Nummer eins. Nummer zwei. Knuff, knuff, knuff. So, den einfach nur mit dem Knauf meiner Machete. So, Jin. Ah, auf geht's. Komm, los. So, ich glaube, die Taschenlampe kann ich mal ausmachen. Ich muss das sagen, ich bereue tatsächlich nicht, Xiang genommen zu haben. Die gefällt mir tatsächlich im Gameplay ziemlich gut. Wo denn? Wo kommt ihr denn her? Nummer eins. Noch einer? Nichts dabei.
So, hier vorne haben wir noch jemanden. Na los, komm raus aus dem Busch. Noch jemand? Noch jemand. Nein! Ah, und ich bin die Klippe runtergestürzt. Das ist ja toll. 3700 Dinger weg. Oh nein. Oh, warum? Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. So, Jean wartet schon. Klasse. Das ist ja toll. wir können ja auch noch das Perk freischalten, dass wir tatsächlich weniger Geld verlieren bei Todesfällen. Ich glaube, das sollte ich mal machen. So ein Mist, ey. Wo ist er hin? Da ist er. Steven! So, Jin, alles gut? It's real close by. Ja, alles klar. So, dir geht's wieder gut. Fantastisch. 3-7 verloren. Wieso? Naja, manchmal stelle ich mir wirklich wieder letzte Lappen ein. Come on, they're coming! Wo denn? Ah, da vorne, okay, alles klar. So, okay. Wie sieht's denn aus? Hier vorne haben wir einen Flinken. Na, komm mal erstmal. So, okay. Freunde. Ist denn, ich hab zwei Granaten? Ich hätte doch ganz gerne mal ausrüsten. Eigentlich würde ich den hier auf die Granate legen, aber okay. Machen wir es so. Burn, Motherfucker, burn. So, was mal so schön ist, gibt's noch eine Kiste hinterher, Freunde. Oh, schade. Jetzt nicht geschafft. So, okay, aber die Schläger fallen jetzt nicht mehr um. Das ist interessant. Wow, für was habe ich denn jetzt die XP bekommen? Irgendwie, weil ich gegen Körperteile abgetrennt habe? Weil gestorben ist er gerade nicht davon. So, hier haben wir den Bunkereingang. Mach den Sprengstoff scharf. Auf geht's. So, dann legen wir mal den Semtex hier ran. Bring dich weit genug in Sicherheit. Get it. Aber ich will schon mal sehen. Jin, wie ist du? We're blowing it up. Oh, alles klar. Okay. One, two. Geh durch den alten Bunker zum Dschungel. Alles klar. Hallo? Guten Tag. So, hier haben wir nochmal für schnelle Reise eine Karte. Dschungeltunnel. Gut. Ich weiß immer gar nicht, ob man einmal rangehen muss, um das zu aktivieren. So, hier oben können wir auch nochmal kurz gucken. Vielleicht finden wir hier nochmal irgendwie einen Bauplan oder irgendwas. Eine Kiste, schon mal ganz gut. Maybe there's something inside. Nö, verformte Pistole. Wir nehmen sie zwar mit zum Verkaufen, aber so richtig. Tippitoppi ist sie nicht. So, da können wir nochmal was. Eine Werkbank haben wir hier nochmal zum Reparieren. Fakt. So, schnell reparieren. Schwere Katana. Oh. Alter, das schwere Katana ist ja mal ein Burner. Was haben wir denn da? Lass mich doch mal hier mal kurz mal gucken, Alter. So, und wir sind bei 818 SPS. Das ist, ja, finde ich gut. Machete. Zählt jetzt eine Machete? Naja, Katana ist ja keine Machete. Kann ich das jetzt tatsächlich nicht benutzen? Gift? Gift könnte ich bei Katana benutzen. Starkstrom könnte ich bei Katana benutzen. Und Schocker wahrscheinlich, ja? Ich würde mal Starkstrom nehmen. So, zack. Und dann lass mich das Ganze mal kurz ausrüsten. So, ausrüsten. So. Mischen das jetzt kaputt.
So, die wollen wir mal schnell rumsbums. Dann haben wir erstmal alles repariert, das ist ganz gut. Bumm, hallo, Alter. Okay, es ist ein bisschen langsamer, aber es hat natürlich richtig viel Power. Akt 3. If it's at least a chance that he's telling the truth, we should check it out. You out your mind? We're supposed to get the fuck off this island, not hike deeper into the goddamn jungle. We need Moen for that. Trust me, he's the only one who can get you past those floating mines. Do what he wants, and he'll do what you want. Get him to the bloody lab. This isn't only about what Moen wants, is it, White? You're pushing us there for another reason. Don't you understand? Each one of you has had contact with these things, and none of you have gotten sick. Your blood could be used to make some sort of antidote to save my wife. She's still alive? They gave us something, some medicine. I don't know what it is. It slows down the process, but not forever. The doctors in the lab could use the antibodies in your blood to create some sort of cure. It may be Emily's only chance. What the fuck? Well, what do? We do what's right. We do the right thing. Pona, you are a police officer. You protected those who couldn't protect themselves. This is your path. Jin, you're more full of compassion than any of us. You know what it's like to lose someone you love. What do you want to do? I don't fucking care. Well, I do. Time to step up, Logan. You in the game or warming the bench? Sam B? Yeah, I hear you. We a crew. We hang together, or we fucked. All right, then. Let's do this. Ja, das war ja nochmal eine fancy Ansprache. Once you find the village, ask around for Moen. The villagers should know him. I know somebody who might help us out, but their village is really far from here. We're gonna need to take a car. Na, wir haben doch ein Auto, das nehmen wir. Die anderen sind natürlich ja weg. So, okay, alles klar. Wir müssen jetzt Moen finden. Er ist der Einzige, der uns quasi durch das Minenfeld bringen kann zu dieser Insel. So, okay. Und wie will... Dankeschön, er lenkt jetzt. Fahr doch mal um, bitte. Dankeschön. So, fahr ich auch richtig? Suche Moen... Fluss. Im Dorf am Fluss. Okay, alles klar. 300 Meter. Ich denke, wir sind richtig hier. So, der Dschungel ist natürlich... Hat halt auch sein... natürlich, bitte. Hat natürlich auch seine Reize. Sieht halt sehr, sehr schön aus. So, und ich bin gespannt, ihn jetzt mit euch natürlich zu entdecken. Ich weiß so gar nicht, ob wir jetzt hier wirklich so viel auf der Insel immer mit dem Auto fahren werden oder eher zu Fuß unterwegs sind. Weil die Wege hier größtenteils etwas kürzer sind. Sage ich und lasse jetzt hier das Auto stehen. Na toll.